jemandem deutschen Whisky näher bringen will, der vielleicht nur schottischen Whisky kennt, dann tut man das wahrscheinlich am besten mit deutschem Whisky. Es gibt meiner Meinung nach einige Destillerien in Deutschland, die jede für sich auf eine andere Art und Weise, aber doch gemeinsam diesen deutschen Spirit, den Unterschied zwischen schottischem und deutschem Whisky, sehr gut rüberbringen. Und eine dieser Destillerien ist die Sauerländer Edelbrennerei mit ihrem Thousand Mountains McRaven Whisky. Ich habe hier die 46,2% starke normale Abfüllung. Es gibt den auch in einer fast starken Abfüllung. Aber der ist für mich wirklich ein ganz typischer deutscher Whisky, weil er auf seine Art so ungefähr das ist, was Adolf Lange für die deutsche Uhrenindustrie ist oder Zeiss Jena für die Optikindustrie. Er ist einfach in seiner Art ganz typisch deutsch. Das heißt, er ist ein bisschen aus dem Ingenieurswesen geboren oder wie der Name der Destillerie schon sagt, aus der Brennerei, aus der Obstbrennerei. Ich kenne keinen anderen Whisky, weder in Deutschland noch in Schottland oder irgendwo sonst, wo die Cutpoints so exakt getroffen werden. Da wird nicht mit dem Rasiermesser gearbeitet, sondern mit dem Laserskalpell. Vorlauf, Nachlauf, sauber abgetrennt und heraus kommt wirklich ein kristallklarer Spirit, ein Ding, das so geschliffen und perfekt ist, dass es seinesgleichen sucht. Und das kommt aus der Obstbrennerei, dort macht man es und dort ist man in Deutschland ja auch Weltmeister in diesen Belangen. Allerdings muss man dazu sagen, es hat auch einen kleinen Nachteil. Absolute Perfektion schleift so ziemlich alle Ecken und Kanten weg und man muss sich schon darauf einlassen, dass man hier einen sehr perfekten Whisky hat, der im Charakter vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt ist wie andere, aber im Gesamteindruck wunderschön. Er ist schon in der Nase sehr malzig und sehr frisch und auch wenn da keine Altersangabe drauf ist, sehr alt wird er nicht sein, aber er kommt ohne Prickeln und Brennen und ohne metallische Untertöne daher. Sehr angenehm zum Trinken, sehr schön und ist für mich, wie gesagt, fast so was wie ein Inbegriff des deutschen Whiskys, zumindest für diese Facette, diese exakte Brennkunst, die man in Deutschland durch die Obstbrennerei betreibt. Also wenn Sie den mal probieren wollen und sich nicht davor scheuen, wirklich etwas sehr Geschliffenes, sehr Feines zu haben, was jetzt nicht mit seinen Ecken und Kanten daherkommt, sondern insgesamt auch durch ein hervorragendes Holzmanagement, das muss man dazu sagen, großartig ist, dann kann ich Ihnen den Whisky von der Sauerländer Edelbrennerei, den McRaven, wirklich ans Herz legen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Slange.